Buddy tanzt. Buddy. Sie will eine Weltklasse-Tänzerin werden. Und noch vor ein paar Jahren hieß sie Budika, ein junger Mann. Heute ist sie Buddy und lebt in einem kleinen Häuschen am Stadtrand von Colombo. Mit einem Monat kam sie in das SOS-Kinderdorf nach Gol im Süden Sri Lankas. Über ihre leiblichen Eltern weiß sie nichts. Die Kinderdorffamilie ist ihre Familie. Schon immer fühlte sie sich weiblich, war anders als die anderen Jungs, wurde in der Schule auch gehänselt. Aber eigentlich hat sie gute Erinnerungen an ihre Kindheit. Wenn wir Kinder sind, kennen wir keine Geschlechterrollen. Wir denken noch nicht einmal darüber nach, ob jemand weiß oder schwarz ist. Ja, sogar, ob er ein Mädchen ist oder ein Junge. Wir haben diese Art von Grenzen nicht, wenn wir klein sind. Wenn wir älter werden, größer werden, dann fangen wir an zu verstehen, dass es Grenzen gibt. Große sogar. Auf Sri Lanka ist es eher so, dass diese Grenzen sehr dicht sind. Wenn es anders wird, dann kommt das einem Wunder gleich. In Europa scheint mir das völlig normal zu sein, dass es vorkommt, dass Menschen ihr Geschlecht ändern. Wenn man Europa mit Asien vergleicht, dann ist es dort viel lockerer. Europäer sagen dann wohl eher, lass sie ihr Leben leben, wie sie möchte. Auch in Europa ist es immer noch keine Selbstverständlichkeit. Aber in der Macho-Gesellschaft Asiens, besonders der auf Sri Lanka, kommt es einer Revolution gleich, sich gegen sein ursprüngliches Geschlecht zu entscheiden. Ein enormer Schritt, gerade wenn man noch sehr jung ist. Ich ging zu meiner Mutter, meiner SOS-Mutter, und sagte ihr, ich möchte gerne eine Frau werden. Sie hat darauf nicht direkt reagiert, sondern sie hat einen Psychologen aufgesucht. Dem hat sie erzählt, dass eines ihrer Kinder nicht so ist wie die anderen Jungs, dass er anders wäre. Der Doktor aber sagte ihr, beschränke ihn nicht, lass ihn sein Leben leben, lass ihn das tun, was er möchte. Don't restrict him. Let him to do whatever. Meine Mutter hat mich nie aufgefordert oder darum gebeten, es nicht zu tun. Mit 16 Jahren zog sie weg von Gaul ins SOS-Jugendzentrum nach Colombo. Nach dem Schulabschluss zog sie nach Indien, um dort die klassischen Tempeltänze zu lernen. Allein. Täglich telefoniert sie damals mit ihrer SOS-Mutter, holt sich mentale Stärke und wird immer mehr zu Buddy und zur immer besseren Tänzerin. Sie bekommt erste Engagements, spart und kehrt nach Sri Lanka zurück, beginnt mit der Hormontherapie und lässt sich die Barthaare lasern. Dann vor einem halben Jahr der erste entscheidende Schritt. Sie lässt sich die Brüste implantieren. Jetzt wird immer mehr wahr, was schon als kleines Kind begann. Normalerweise spielen Jungs mit Spielsachen und sie spielen Cricket und all diese Dinge. Aber als ich sehr, sehr jung war, spielte ich mit dem Sari meiner Mutter. Und außerdem hat es mir großen Spaß gemacht, meine Lippen anzumalen. Schminken gehört heute zum täglichen Ritual. Und kaum jemand erkennt ihr ursprüngliches Geschlecht. Wenn sich Buddy auf den Weg zur Arbeit in die Stadt macht, dann kommt einem eine junge Frau entgegen. Aber das war und ist ein steiniger Weg. Niemand gibt jemandem wie mir einen Platz in der Gesellschaft. Du musst dir selbst einen schaffen. Das ist die Wahrheit. Niemand gibt dir deine Position, egal ob du ein Mädchen bist oder ein Junge, ob du lesbisch, transgender, transsexuell oder sonst etwas bist. Es spielt keine Rolle, welches Geschlecht du hast. Das ist die einzige Wahrheit. Umso wichtiger war und ist SOS für Buddy. Sie wohnt sogar neben dem Kinderdorf in Piliandala bei Colombo. Dort hat sie das Jugendzentrum besucht und es gibt ihr Sicherheit. SOS ist ihre Familie. Das geht sogar so weit, dass der nationale Direktor Divakar Ratnadurai ihr schon vor Jahren all seine Unterstützung zugesagt hat. Mental, aber auch finanziell. Wann immer der Direktor da ist, treffen sich die beiden. Zurück zu Buddys Alltag heute. Sie hat eine Arbeit gefunden, nicht selbstverständlich in ihrer Situation.
mitten in Colombo, der pulsierenden Hauptstadt Sri Lankas, mit über 800.000 Einwohnern. Die Stadt ist das wirtschaftliche und gesellschaftliche Zentrum des Inselstaates. Hier zentrieren sich alle Banken, die größten Unternehmen, aber auch alle Hilfsorganisationen und Gruppen, die im Rest des Landes wenig Rückhalt haben. In einem Hinterhof ist das Büro von NTN, des National Transgender Network. Hier arbeitet Buddy. Außer ihr gibt es noch 6 weitere Mitarbeiter. Die Organisation kümmert sich um Transgender und Homosexuelle. Seien es Medikamente, medizinische Hilfe oder auch schlichte Begleitung, wenn der letzte Schritt bei einer Geschlechtsumwandlung gegangen werden soll. Chefin des kleinen Teams ist die 41-jährige Ritika Dissanayake. 14 Jahre lang kümmerte sich die diplomierte Sozialarbeiterin auf der Straße um weibliche Prostituierte, bevor sie hier anfangen konnte. In der Vergangenheit gab es kein vergleichbares Projekt für die Transgender-Szene in Sri Lanka. Es gab lediglich ein Projekt für Homosexuelle. Und die haben sich dann auch ein wenig um Transgender gekümmert. Jetzt endlich gibt es eine Organisation nur für Transgender. Wir arbeiten draußen auf der Straße. 6 Leute haben wir in den Stadtbezirken von Colombo verteilt. Sie funktionieren wie eine Art mobile Klinik. Sie verteilen AIDS-Medikamente, versuchen ein Abrutschen in die Prostitution zu verhindern, organisieren Ärzte und auch Psychologen. Alle, die hier arbeiten, sind selbst auch Betroffene. Sie wissen nur zu gut, wovon sie reden. Es gab Zeiten, da konnten wir Transgender noch nicht einmal das Haus verlassen, ohne von Taxifahrern beschimpft oder von anderen angegafft zu werden. Damals gab es einige Transgender, die kurz vorm Selbstmord standen. Allein, dass es NTN gibt, ist ein kleines Wunder. Sie sind dem Gesundheitsministerium unterstellt, bekommen Geld vom Staat, aus Genf und von der UN. Damit lässt sich arbeiten. Und Buddy und ihre Kolleginnen können von ihrer Arbeit leben. Und es gibt erste Ergebnisse. In einigen Dingen haben wir schon gewonnen. Sie hat vor allem hart dafür gearbeitet. Es war immer schon schwierig, im Ausweis bei Geschlecht den Titel anderes eintragen zu lassen. Aber viele, viele Menschen haben dafür gekämpft und jetzt steht bei Geschlecht sogar weiblich in unserem Pass. Das ist ein wahrlich großer Sieg. Shashini ist die erste der 4, die ihren Ausweis hat ändern lassen. Der Stolz ist nicht zu übersehen. Und auch die Gesichter der anderen sagen vor allem eines: Ich bin die Nächste. Und Buddy, die tut jetzt das, was sie am besten kann. Sie lebt ihren Traum. Seit meiner frühesten Kindheit habe ich 2 Träume. Der erste ist, dass ich eine Frau sein möchte. Der andere, dass ich eine Weltklasse-Tänzerin werden möchte.